Wunder geschehen oft in den unerwartetsten Momenten und offenbaren sich als Zeugnisse der Liebe, die in unseren Herzen wohnt. Die wahre Essenz eines Wunders liegt nicht im Sichtbaren, sondern in der Magie der Liebe, die diesen Moment erschafft. Es sind die kleinen Dinge des Lebens, die oft übersehen werden. Ein herzlicher Blick, eine aufrichtige Umarmung oder ein selbstloser Akt können Wunder in unserer Realität entfalten. Um diese Wunder zu erfahren, ist es wichtig, sich auf die eigene innere Liebe zu konzentrieren. Nehme dir einen Augenblick Zeit, um in Stille zu versinken und tief durchzuatmen. Stelle dir vor, wie die Liebe in deinem Herzen pulsiert und sich sanft durch deinen Körper ausbreitet. Diese Liebe ist nicht nur ein Gefühl, sie ist eine kraftvolle Energie, die dein Leben in vollen Zügen bereichern kann. Wenn du diese Liebe spürst, gehst du jenseits der Grenzen des Gewöhnlichen. In diesem Raum der Liebe lade ich dich ein, dich selbst zu fragen: Wo ist in meinem Leben Platz für Wunder? Lass diese Frage in dir wirken und spüre, wie die Antwort aus deinem Inneren aufsteigt. Vertraue darauf, dass die Liebe in dir die Weisheit hat, die du suchst. Es ist kein Zufall, dass du diesen Gedanken in diesem Moment hast. Lass die Antwort kommen, ohne darüber nachzudenken oder sie zu hinterfragen, und fühle den kraftvollen Fluss von Liebe, der dir anzeigt, wo Wunder in dein Leben treten können. Wenn du in diesem Zustand verweilst, spüre den Frieden und die Geborgenheit, die mit der Liebe verbunden sind. Diese Energie ist dein innerer Rückzugsort, der dir jederzeit Trost bieten kann. Wenn du die Liebe in dir vollständig erlebst, wirst du feststellen, dass diese Kraft dir die Fähigkeit verleiht, Wunder zu sehen und zu vollbringen. Nicht nur in deinem Leben, sondern auch im Leben anderer. Das Wissen, dass du die Quelle des Wunders in dir trägst, lässt dich anders auf die Welt blicken. Du erkennst, dass die kleinen Gesten und liebevollen Gedanken bedeutungsvoll sind. Jedes Lächeln, jede Hand, die gereicht wird, und jedes Wort der Ermutigung kann ein kleines Wunder sein, das in einem anderen Leben leuchtet. Wenn du bereit bist, kehre sanft zurück. Bringe Bewegung in deinen Körper und öffne deine Augen. Wisse tief in deinem Herzen, dass die Liebe in dir unendliche Wunder hervorbringen kann. Miracles are not merely confined to the extraordinary, but are the gentle whispers of love that echo through our lives. When we embrace this understanding, we begin to realize that every moment infused with love can become a miracle. Each kind thought, compassionate gesture, and heartfelt feeling acts as a conduit, channeling the essence of love into tangible forms in our daily experience. Imagine finding a quiet space where the world's chaos fades into a soft background hum. In this serene environment, the heart opens wide, revealing an expansive warm glow. As you breathe deeply, the air fills with possibilities, and love begins to envelop you, wrapping around your being like a comforting blanket. This is the essence of miracles, where love manifests in the simplest yet profound experiences. As you focus inward, the question arises: where is there room for miracles in my life? In the stillness of contemplation, the heart responds with clarity, often revealing truths obscured by the noise of daily life. With every gentle rise and fall of your breath, the love within you becomes clearer and more defined, beckoning you to acknowledge the miracles already present
In this reflective space, give yourself permission to explore the connections between love and the miracles that unfold. Picture moments of joy in everyday encounters or within nature. Notice how the blossoms of love sprout in shared laughter, compassion in a simple smile, or understanding in a heartfelt conversation. Each interaction is a seed growing into a miracle, nurtured by love's warmth. As you steep in this meditative state, let yourself feel the peace that love offers, the kind that transcends external circumstances. It's a gentle reminder that miracles often hide in the nuances of everyday life, waiting to be acknowledged and celebrated. This resting in love fosters gratitude, illuminating the beauty around and within you. When you open your eyes once more, carry this awareness with you. Know that miracles are not fleeting moments, but constant sources of love reflecting the essence of existence. In every heartbeat lies the potential for miracles to arise from the depths of your being, inviting you to appreciate the extraordinary within the ordinary. By recognizing the connection between love and miracles, you not only elevate your own experience, but also invite others to see the world with new eyes. Each whispered expression of love can ignite a spark that creates ripples, leading to an ever-blooming garden of miracles. Wunder sind mehr als bloße Ereignisse, sie sind die unmittelbaren Manifestationen der Liebe, die in jedem von uns pulsiert. Diese Liebe ist das unsichtbare Band, das alles miteinander verbindet, und ihre Ausdrucksformen sind oft subtil und doch tiefgreifend. Es sind die kleinen Gesten der Freundlichkeit, das Lächeln eines Fremden oder die stille Unterstützung eines Freundes in schwierigen Zeiten, die wahre Essenz von Wundern offenbaren. Wenn wir die Augen für diese unsichtbaren Ausdrucksformen der Liebe öffnen, beginnen wir, die Welt durch einen neuen Filter zu sehen. Einen Filter, der das Alltägliche in das Außergewöhnliche verwandelt. Um Zugang zu den Wundern in unserem Leben zu gewinnen, müssen wir einen Moment innehalten und nach innen schauen. Meditation ist ein kraftvolles Werkzeug, um uns mit der Liebe in unserem Herzen zu verbinden. Indem wir uns in eine ruhige Position bringen und bewusst atmen, schaffen wir einen Raum, in dem die Liebe gedeihen kann. Dieser Raum erlaubt es uns, die Gedanken und Sorgen des Alltags loszulassen und uns auf die Wärme zu konzentrieren, die in uns wohnt. Es ist diese innere Wärme, die uns lehrt, unsere eigenen Wunder zu erkennen und zu schätzen. Wenn wir uns auf die Liebe in unserem Herzen konzentrieren, stellen wir uns auch Fragen über die Präsenz von Wundern in unserem Leben. Wo gibt es noch unentdeckte Wunder? Wo können wir Liebe verbreiten und im Gegenzug mehr von ihr empfangen? Diese Fragen fordern uns heraus, unsere Perspektive zu ändern und eine tiefere Verbindung zu uns selbst und anderen herzustellen. Oftmals entdecken wir, dass die Antworten schon in uns liegen, dass wir einfach nur auf die leise Stimme der Liebe hören müssen, die uns anleitet und inspiriert. Nach dieser inneren Reise ist es wichtig, in die Welt zurückzukehren und das gefundene Licht der Liebe auszudrücken. Wir tragen die Quelle der Wunder in uns. Und indem wir sie nach außen tragen, fördern wir eine Kultur der Liebe und des Mitgefühls. Eine einfache Umarmung, ein ehrliches Kompliment oder sogar ein kurzes Danke können die Funken sein, die die Herzen anderer berühren. So verwandeln wir jeden Tag in eine Möglichkeit, Wunder zu erleben und zu kreieren. Letztendlich ist es der unaufhörliche Fluss der Liebe in uns, der das Potenzial für Wunder nährt. Wenn wir uns erlauben, die Liebe im Alltag zu leben und zu teilen, wird jeder Moment zu einer Einladung, die Wunder des Lebens zu feiern und zu erkennen, dass das wahre Wunder in der unendlichen Kapazität der Liebe liegt, die wir geben und empfangen können.
Ja, hallo und einen wunderschönen guten Morgen heute hier im Meeting, der Heilige Geist und seine Führung. Hello and welcome to the meeting, the Holy Spirit and His guidance. Ich freue mich wieder, heute hier mit euch im Meeting zu sein. I'm happy to be here with you again together in this meeting. Heute nehmen wir folgenden Inhalt, folgende Sätze durch. Today we will go through the following content. Ein Kurs in Wundern, herausgegeben von der Foundation for Inner Peace. A Course in Miracles, released by the Foundation for Inner Peace. Erschienen im Greuthof Verlag. Published by Kreuthof Verlag. Textbuch Kapitel 1, die Bedeutung von Wundern. Text Chapter 1, The Meaning of Miracles. Römisch 1, Grundsätze der Wunder. Roman 1, Principles of Miracles. Grundsatz 3. Principle 3. Sätze 1 bis 3. Sentences 1 to 3. Jetzt machen wir erst eine kleine Meditation. Yeah, starting with a short meditation. Wir schließen die Augen, We close our eyes. fühlen uns nach innen ein We feel within. und schauen, was wir innerlich fühlen. And we observe our feelings. Spüren uns jetzt erstmal in den ganzen Körper ein. First, we start to feel within all of our body. Also bis in die Zehenspitzen. Until our toes. Dann scannen wir die Beine ganz durch. Then let's scan our legs. Gehen weiter über die Hüfte. We continue by the hips. Über den Bauch, über den Rücken. Belly, back. Brust, oberer Rücken. Chest and upper back. Schultern. Shoulders. Nacken, Hals. Neck. Und die Oberarme, Upper arms. die Unterarme, Lower arms. die Hände, Hands. die Finger, Fingers. bis in die Fingerspitzen. Until the tip of the fingertips. Wieder die Arme hoch, zurück zum Hals, zum Nacken. And then backwards until the neck again. Jetzt das Kinn, der Mund. Now the chin, the mouth. Der Hinterkopf. The lower part of the head, Die Wangen. the cheeks, Die Wangenknochen, the bones of the cheeks, die Nase, the nose, die Augen, eyes, die Augenlider, eyelids. die Augenbrauen, Eyebrows, die Ohren. ears, Das Innenohr, inside of the ear,
Jetzt das ganze Gehirn, das Stammhirn. Now all of the brain. Das Großhirn. The big brain. Und das Kleinhirn. The small brain. Die Gehirnhaut. The skin of the brain. Jetzt die Kopfhaut. The scalp. Der Schädel. The bones of the head. Die Stirn. Front head. Und jetzt gehen wir noch zum Kronenchakra. And now let's go also to the crown chakra. Und wir öffnen, lassen das Kronenchakra geöffnet werden. And we let the crown chakra be opened. Und alle anderen Chakra mit ihm. And all the other chakras together. Jetzt lassen wir das Licht einfach in dem ganzen Körper durchstrahlen. And now we let the light shine through the whole body. Wir atmen ein Breathe within. und wieder aus. Breathe in and breathe out. Bitten den Heiligen Geist um Führung. We ask the Holy Spirit for guidance. Lass mich zurücktreten und ihm die Führung überlassen. Let me step back and let him lead the way. Körper leer werden lassen, einen Zeitabschnitt unbesetzt. Let the body become empty and leave a moment in time unoccupied. So dass Gott leicht eintreten kann. So that God can enter easily. Kommen wir zu einer kleinen Feedback-Runde. Nihira, wie fühlst du dich jetzt in diesem Augenblick? We come to a short feedback round. Nihira, how do you feel right now in this moment? I feel okay. I feel neutral. Fühle mich okay, fühle mich neutral. Danke, Nihira. Wir verbinden uns einige Sekunden mit dir in deinem Feedback. Thank you, Nihira, and reconnect for some seconds in your feedback. Kommen wir zu meinem Feedback. We come to my feedback. Ich bin dankbar und im Frieden. I am grateful and at peace. Fühle mich ganz neutral, warm, innerlich angenehm. I feel like neutral and warm in a comfortable way. Gemütlich. Cozy. Ja, mir geht's gut. I feel good. Vielleicht lockern wir noch mal den Nacken ein bisschen, falls da Loosen Verspannungen once sind. more our neck. Kommen wir jetzt In zu der case there would be some hindrance. Dann kommen wir jetzt zu der Vorlesung von den Sätzen. Now we come to the reading of those sentences. Wunder geschehen auf natürliche Weise. Miracles occur naturally. Als Äußerungen der Liebe. As expressions of love. Und als nächstes den Satz 2. Then comes sentence two. Das wirkliche Wunder ist die Liebe, die sie inspiriert. The real miracle is the love that inspires them. Und dann kommen wir zu dem dritten Satz.
Then we come to sentence three. In diesem Sinne ist alles, was aus der Liebe kommt, ein Wunder. In this sense, everything that comes from love is a miracle. Schon weit, okay. Dann fühlen wir uns ein. We feel within. Wir lassen das Gesagte im Geist ausgedehnt werden. And that what was said, we let it be extended in our mind. Kommen wir nochmal zu einer kleinen Feedback-Runde. Nihira, wie fühlst du dich jetzt in diesem Augenblick? We again come to a short feedback round. Nihira, how do you feel right now in this moment? Ich fühle mich gut und entspannt. I feel good and relaxed. Danke, Nihira. Wir verbinden uns einige Sekunden mit dir in deinem Feedback. Thank you, Nihira, and we connect for some seconds in your feedback. Kommen wir noch zu meinem Feedback. We come to my feedback. Es geht mir gut, dankbar, Frieden. I feel good, grateful and at peace. Wir verbinden uns einige Sekunden mit dem Feedback von mir. We connect for some seconds with my feedback. Kommen wir jetzt zu der Erklärung von den drei Sätzen. We come to the explanation of those three sentences. Fangen wir an mit dem ersten Satz. We start with sentence one. Wunder geschehen auf natürliche Weise als Äußerungen der Liebe. Miracles occur naturally as expressions of love. Wunder geschehen auf natürliche Weise, also gehen wir erstmal bis dahin. So, miracles occur naturally. Just let's take it until there. Das heißt also, naja, also das hört sich so an, als wenn sie normal sind. And this sounds as if they were normal. Wenn wir so das Wort Natur hören oder natürliche Weise. If we see this word naturally. Dann denken wir vielleicht an eine Blume oder an einen Baum. And maybe we think of a tree or a flower. Wir denken einfach an die Natur, an Naturereignisse. We simply think of a natural happening. Wenn wir jetzt zum Beispiel an eine Blume denken, for example, if now we think of a flower. Wir haben ja in einem der Vorspanne zum Beispiel eine Sonnenblume, die sich öffnet. In one of the intros, for instance, we have a sunflower in the process of opening. Vielleicht hast du es gesehen und notiert, also wahrgenommen. Maybe you saw it and you noticed it. Und da haben wir gesehen, ja, das ist vielleicht eine Zeitrafferaufnahme. And there we saw that this is quick motion. Ja, so Timelapse, ne, so. Und like a timelapse. Und normalerweise geht es etwas langsamer als in diesem Vorspann. And normally this process is slower than in this intro. Aber wir sehen, das geschieht auf natürliche Weise. But we see that this is actually happen naturally. Und jetzt sagt uns der Heilige Geist im Lehrplan des Heiligen Geistes oder Jesus sagt uns hier. And now Jesus is telling us, or in the curriculum of the Holy Spirit, it's telling us. Wunder geschehen auf natürliche Weise.
Miracles occur naturally. Und wir haben ja gedacht, Wunder sind selten und es gibt zum Beispiel einige wenige Wunderkinder. And we were actually thinking that miracles are occurring rarely and that there are only some very few miracle children. Oder es gibt einige wenige Wunderheilungen auf der Welt. Or that there exist only a very few miracle healings in the world. Aber wir haben niemals gedacht, dass sie einfach auf natürliche Weise geschehen, wie so wie eine Blume wächst. But we never thought that they actually occur naturally, like a flower is growing. Wir müssen also unser Denken umstellen. So we have to shift our way of thinking. Wir müssen lernen, anders zu denken. We have to learn to think differently. Jetzt sind wir ganz nah beim Kurs, denn hier geht es nur darum, anders zu denken. And now we are very close to the course because here it is only about thinking differently. Es geht gar nicht darum, etwas anders zu tun. It's actually not about doing something in a different way. Es geht nicht darum, irgendwelche Medikamente einzunehmen oder irgendwelche Nahrungsumstellungen zu machen. It's not about taking any medication or changing the way you are eating. Sondern es geht nur um, wir glauben, das Denken findet hier statt. Ich zeige deswegen hierhin, aber es ist anders, aber es geht ums Denken. So we think that thinking is happening here, that's why I'm pointing there. But it's not like this, but it is only about the way of thinking. Wir müssen einen sogenannten Geisteswandel vollziehen. We have somehow to go through a change of mind. Wir müssen anderen Geistes werden. We somehow have to change our mind. Das ist der Weg der Heilung über einen Kurs in Wundern. This is the way of healing of a course in miracles. Und so fängt ein Kurs in Wundern mit den Grundsätzen der Wunder an. And therefore, a course in miracles is starting with the principle of miracles. Muss mal ganz kurz stoppen. Also Grundsätze der Wunder, Gesetzmäßigkeiten, Naturgesetze von Wundern. So here it is about the natural laws of miracles. Und ein Grundgesetz, ein natürliches Gesetz der Wunder ist, And one principle, one natural principle of miracles is dass Wunder auf natürliche Weise geschehen. that miracles occur naturally. Das heißt, wir müssen sie nicht vorantreiben. So that means we don't have to push them. Wir müssen sie nicht beschleunigen. We don't have to accelerate them. Wir müssen sie nicht machen. Basically, we don't have to do them, to make them. Wir machen sie nicht. It is not us doing them. Wir. Der Mensch, der Körper, die Identifikation Ego, machen sie nicht. Us, the identification ego, the body, we are not doing them. Wir
Der Körper, die Identifikation Ego, muss auf Seite treten. As we, the identification with the ego, the body, has to step aside. Damit sie stattfinden können. For like this, they can occur. Wir, die Identifikation Ego, solange wir uns damit identifizieren, mit dem Körper, As long as we identify with the body and therefore as long as we are the identification with the ego, blockieren Wunder. we actually do block miracles. Wir als die Identifikation Ego, Körper, sind der Block. We being the identification with the ego, with the body, we are the block. Wie also können wir den Block aufheben? How can we undo the block? Wir müssen also uns, was wir glauben zu sein, aufgeben, aufheben. So kind of we have to give up, undo what we believe ourselves to be. Was, richtig, was wir glauben zu sein. Correct, what we believe to be. Wir müssen einen Geisteswandel vollziehen. We have to go through a change of mind. Wie geht das? Wie machen wir das? Wie können wir das machen? And how does this work? How can we do it? Wie ist die praktische Umsetzung, die praktische Anleitung dafür? How is the practical way to do this? Wir machen hier keinen Kurs nur in Theorie, wir machen hier einen praktischen Kurs. This is not a theoretical course, this is a practical course. Wir sagen, ich sage dir hier, was du tun kannst oder was du nicht tun kannst. I'm telling you here what you can do and what you can't do. Du kannst zum Beispiel den Aufhebungsprozess mit dem Heiligen Geist zusammentun. For instance, you can do the process of undoing together with the Holy Spirit. Den haben wir schon oft hier in meinem Kurs, der Heilige Geist und seine Führung, ganz oft durchgenommen. And we already went through it many times here in my course, the Holy Spirit and his guidance. Es ist normal, dass du es vergisst und dass ich es vergesse und wenn eine Bedrohung da ist, dass wir es in dem Moment nicht wissen. Es ist ganz normal. It is completely normal that actually we forget that those kind of things and in a moment where there is a threat, we can't remember. It's completely normal. Weißt du, Nihira, noch, wie er geht? Do you still know here how it works? The process of undoing? Ja. Der Aufhebungsprozess. Oder auch Purification-Prozess genannt. Oh, glaub schon. Dann vielleicht kannst du es uns I sagen. hope so. Yes. So, also ich sage, je nachdem, was für eine Situation ich gerade habe, sage ich, Heiliger Geist, diese gesamte Situation mit allem Drum und Dran gebe ich in deine Hände, auf dass du sie aufhebst, läuterst, das Wahre vom Falschen trennst. Und mir nur das Wahre als geläutert zurückgibst. Richtig. Und dann so ein Momentchen durchatmen, innerlich so einen Schritt zurücktreten, einen Moment in Raum und Zeit unbesetzt lassen.
Körper leer werden lassen, so dass Gott leicht eintreten kann. Und jetzt auf Englisch. So, whatever problem or situation you have in this moment, you turn to the Holy Spirit and you say, Holy Spirit, I give this whole situation with everything connected to it into your hands, so that you undo it, purify it, you separate the true from the false, and you give back to me only what is the truth, purified and the truth. And then you take a deep breath and you leave a moment in time unoccupied. You take a step back so that God can enter easily. Probiere es aus. Yeah, try it. Und schreibe mir einen Kommentar, ob es bei dir funktioniert oder nicht funktioniert. And write a comment if it worked or it didn't work in your case. Wende dich in dem Kommentar an mich. Und wenn es nicht funktioniert, dann wir sprechen darüber. Es ist kein Problem. So you can talk to me personally in the comments and then we can talk about it. This is no problem. Du trittst bei diesem Purification-Prozess einfach nur auf die Seite und Wunder geschehen auf natürliche Weise. So in this purification process you simply step aside because miracles are occurring naturally. Sie gestehen nicht auf deinen Willen hin. They do not occur because you will it. Sondern du lässt von deinem Willen los. But because you let go of your will. Und dann geschieht die Heilung von selbst. And then healing happens just by itself. Schauen wir uns also an den zweiten Satz. So, let's take a look at sentence two. Das wirkliche Wunder ist die Liebe, die sie inspiriert. The real miracle is the love that inspires them. Und den dritten Satz. And sentence three. In diesem Sinne ist alles, was aus der Liebe kommt, ein Wunder. In this sense, everything that comes from love is a miracle. Das betont einfach nochmal die gesamte Natürlichkeit. And this emphasizes simply the whole way how much it is natural. Liebe ist natural. Love is natural. Ist natürlich. Is natural. Das müssen wir verstehen. This we need to understand. Hass und Ärger sind es nicht. Hatred and anger are not. Groll auch nicht. Neither are grievances. Das bedeutet also, du musst lernen, von Hass und Groll in Richtung Liebe zu kommen. So that means that you have to learn to come from hate and grievances into the direction of love. Hast du irgendeinen winzigen, kleinen oder vielleicht einen riesengroßen Groll in dir? So if you have only a very small, tiny little bit of grievances or maybe even a lot within you. Da musst du ansetzen. There you have to start. Das ist die Krankheit.
This is the illness. Das ist dein persönlicher Poltergeist. This is your personal Poltergeist. Und du kannst ihm den Heiligen Geist übergeben. And you can surrender it to the Holy Spirit. Ich habe das jetzt natürlich aus Spaß gesagt mit dem Poltergeist. So I was saying this out of fun, this thing with the Poltergeist. Aber es ist dein Ego und es ist fast das Gleiche. It is your ego and this is almost the same. Wir sind jetzt für heute mit dem Meeting am Ende angekommen. For today we came to the end of the meeting. Und ich wünsche dir einen wunderbaren Tag in der Schau Christi. And I wish you a wonderful day in the vision of Christ. Ciao. Bye. Wunder geschehen oft in den unerwartetsten Momenten und offenbaren sich als Zeugnisse der Liebe, die in unseren Herzen wohnt. Die wahre Essenz eines Wunders liegt nicht im Sichtbaren, sondern in der Magie der Liebe, die diesen Moment erschafft.
Es sind die kleinen Dinge des Lebens, die oft übersehen werden. Ein herzlicher Blick, eine aufrichtige Umarmung oder ein selbstloser Akt können Wunder in unserer Realität entfalten. Um diese Wunder zu erfahren, ist es wichtig, sich auf die eigene innere Liebe zu konzentrieren. Nehme dir einen Augenblick Zeit, um in Stille zu versinken und tief durchzuatmen. Stelle dir vor, wie die Liebe in deinem Herzen pulsiert und sich sanft durch deinen Körper ausbreitet. Diese Liebe ist nicht nur ein Gefühl, sie ist eine kraftvolle Energie, die dein Leben in vollen Zügen bereichern kann. Wenn du diese Liebe spürst, gehst du jenseits der Grenzen des Gewöhnlichen. In diesem Raum der Liebe lade ich dich ein, dich selbst zu fragen: Wo ist in meinem Leben Platz für Wunder? Lass diese Frage in dir wirken und spüre, wie die Antwort aus deinem Inneren aufsteigt. Vertraue darauf, dass die Liebe in dir die Weisheit hat, die du suchst. Es ist kein Zufall, dass du diesen Gedanken in diesem Moment hast. Lass die Antwort kommen, ohne darüber nachzudenken oder sie zu hinterfragen, und fühle den kraftvollen Fluss von Liebe, der dir anzeigt, wo Wunder in dein Leben treten können. Wenn du in diesem Zustand verweilst, spüre den Frieden und die Geborgenheit, die mit der Liebe verbunden sind. Diese Energie ist dein innerer Rückzugsort, der dir jederzeit Trost bieten kann. Wenn du die Liebe in dir vollständig erlebst, wirst du feststellen, dass diese Kraft dir die Fähigkeit verleiht, Wunder zu sehen und zu vollbringen. Nicht nur in deinem Leben, sondern auch im Leben anderer. Das Wissen, dass du die Quelle des Wunders in dir trägst, lässt dich anders auf die Welt blicken. Du erkennst, dass die kleinen Gesten und liebevollen Gedanken bedeutungsvoll sind. Jedes Lächeln, jede Hand, die gereicht wird, und jedes Wort der Ermutigung kann ein kleines Wunder sein, das in einem anderen Leben leuchtet. Wenn du bereit bist, kehre sanft zurück. Bringe Bewegung in deinen Körper und öffne deine Augen. Wisse tief in deinem Herzen, dass die Liebe in dir unendliche Wunder hervorbringen kann. Miracles are not merely confined to the extraordinary, but are the gentle whispers of love that echo through our lives. When we embrace this understanding, we begin to realize that every moment infused with love can become a miracle. Each kind thought, compassionate gesture, and heartfelt feeling acts as a conduit, channeling the essence of love into tangible forms in our daily experience. Imagine finding a quiet space where the world's chaos fades into a soft background hum. In this serene environment, the heart opens wide, revealing an expansive warm glow. As you breathe deeply, the air fills with possibilities, and love begins to envelop you, wrapping around your being like a comforting blanket. This is the essence of miracles, where love manifests in the simplest yet profound experiences. As you focus inward, the question arises: where is there room for miracles in my life? In the stillness of contemplation, the heart responds with clarity, often revealing truths obscured by the noise of daily life. With every gentle rise and fall of your breath, the love within you becomes clearer and more defined, beckoning you to acknowledge the miracles already present. In this reflective space, give yourself permission to explore the connections between love and the miracles that unfold, picture moments of joy in everyday encounters or within nature. Notice how the blossoms of love sprout in shared laughter, compassion,
compassion in a simple smile, or understanding in a heartfelt conversation. Each interaction is a seed growing into a miracle, nurtured by love's warmth. As you steep in this meditative state, let yourself feel the peace that love offers, the kind that transcends external circumstances. It's a gentle reminder that miracles often hide in the nuances of everyday life, waiting to be acknowledged and celebrated. This resting in love fosters gratitude, illuminating the beauty around and within you. When you open your eyes once more, carry this awareness with you. Know that miracles are not fleeting moments, but constant sources of love reflecting the essence of existence. In every heartbeat lies the potential for miracles to arise from the depths of your being, inviting you to appreciate the extraordinary within the ordinary. By recognizing the connection between love and miracles, you not only elevate your own experience, but also invite others to see the world with new eyes. Each whispered expression of love can ignite a spark that creates ripples, leading to an ever-blooming garden of miracles. Wunder sind mehr als bloße Ereignisse, sie sind die unmittelbaren Manifestationen der Liebe, die in jedem von uns pulsiert. Diese Liebe ist das unsichtbare Band, das alles miteinander verbindet, und ihre Ausdrucksformen sind oft subtil und doch tiefgreifend. Es sind die kleinen Gesten der Freundlichkeit, das Lächeln eines Fremden oder die stille Unterstützung eines Freundes in schwierigen Zeiten, die die wahre Essenz von Wundern offenbaren. Wenn wir die Augen für diese unsichtbaren Ausdrucksformen der Liebe öffnen, beginnen wir, die Welt durch einen neuen Filter zu sehen. Einen Filter, der das Alltägliche in das Außergewöhnliche verwandelt. Um Zugang zu den Wundern in unserem Leben zu gewinnen, müssen wir einen Moment innehalten und nach innen schauen. Meditation ist ein kraftvolles Werkzeug, um uns mit der Liebe in unserem Herzen zu verbinden. Indem wir uns in eine ruhige Position bringen und bewusst atmen, schaffen wir einen Raum, in dem die Liebe gedeihen kann. Dieser Raum erlaubt es uns, die Gedanken und Sorgen des Alltags loszulassen und uns auf die Wärme zu konzentrieren, die in uns wohnt. Es ist diese innere Wärme, die uns lehrt, unsere eigenen Wunder zu erkennen und zu schätzen. Wenn wir uns auf die Liebe in unserem Herzen konzentrieren, stellen wir uns auch Fragen über die Präsenz von Wundern in unserem Leben. Wo gibt es noch unentdeckte Wunder? Wo können wir Liebe verbreiten und im Gegenzug mehr von ihr empfangen? Diese Fragen fordern uns heraus, unsere Perspektive zu ändern und eine tiefere Verbindung zu uns selbst und anderen herzustellen. Oftmals entdecken wir, dass die Antworten schon in uns liegen, dass wir einfach nur auf die leise Stimme der Liebe hören müssen, die uns anleitet und inspiriert. Nach dieser inneren Reise ist es wichtig, in die Welt zurückzukehren und das gefundene Licht der Liebe auszudrücken. Wir tragen die Quelle der Wunder in uns, und indem wir sie nach außen tragen, fördern wir eine Kultur der Liebe und des Mitgefühls. Eine einfache Umarmung, ein ehrliches Kompliment oder sogar ein kurzes Danke können die Funken sein, die die Herzen anderer berühren. So verwandeln wir jeden Tag in eine Möglichkeit, Wunder zu erleben und zu kreieren. Letztendlich ist es der unaufhörliche Fluss der Liebe in uns, der das Potenzial für Wunder nährt. Wenn wir uns erlauben, die Liebe im Alltag zu leben und zu teilen, wird jeder Moment zu einer Einladung, die Wunder des Lebens zu feiern und zu erkennen, dass das wahre Wunder in der unendlichen Kapazität der Liebe liegt, die wir geben und empfangen können.